Kein einziger wird dir helfen und nichts wird dir nützen. Egal wie viel Geld du hattest. Egal wie viel Vermögen du hattest. Nichts und keiner wird dir helfen an dem Tag. Wie wird es dann erst, wenn man drin ist in diesem Grab, alleine? Und Allahu a'lam wie lange? Einige Jahre, einige Jahrzehnte, hunderte Jahre. Allah weiß nur, wann die Stunde ist. Was sind oder welche Gründe gibt es, damit man im Grab bestraft wird? Wir werden schon einige Punkte aufzählen. Zum einen und als allererstes, wie wir vorhin am Anfang die Ayah vorgelesen haben, über Erli Pharaon, über allgemein die Ungläubigen und die Götzenanbeter, die werden alle bestraft im Grab. Alle, allesamt. Weil es gibt Menschen, die sagen, ja, Christen und Juden nicht und so erzählen Stories, aber das stimmt überhaupt nicht. Und die Beweise, Alhamdulillah, haben wir unzählige Beweise aus dem Koran und aus der Sunna. Und das war gerade ein großer Beweis. Der Gläubige, was wird mit ihm passieren? Und der Ungläubige und der Götzenanbeter, was mit ihm passieren? Da gibt es entweder ein schönes Leben oder Bestrafung. Nichts anderes. Wie gesagt, als allererstes, dass man nicht glauben, dass man nicht gläubig ist. Und nicht gläubig, das heißt nicht gläubig bei Allah, kein Muslim ist. Dann wirst du für im Grab bestraft werden. Und du musst im Grab bestraft werden. Weil Allah Azza wa Jalla so will. Ein großer Punkt, warum man im Grab bestraft wird, liebe Geschwister, ist in Namima. Wie im Hadith, den wir erwähnt haben. In Namima ist, dass man gerne hier etwas hört und dort weitererzählt. Immer viel plappern. Und normalerweise war das früher bekannt, dass es, also ohne die Schwestern anzugreifen, aber eine Sache, die eigentlich die Frauen viel gemacht haben. Aber ehrlich gesagt, heutzutage, ich sehe keinen Unterschied mehr. Die Brüder und die Schwestern, allesamt, wir haben alle dieses Problem. Man hört und erzählt weiter. Und das, damit ist auch gemeint, damit man auch weitererzählt, dass man nicht irgendwas weitererzählt, sondern man erzählt Sachen weiter. Oh, ich habe gehört, der hat über dich das gesagt. Ich habe gehört, die reden so. Du erzählst Sachen weiter, um Übel zu verbreiten, um Streit zu provozieren, um üble Sachen zu machen. Du hast eine Sache gehört, behalte es für dich. Weil das Wort, liebe Geschwister, ist eine sehr, sehr gefährliche Sache. Und wir müssen eigentlich ein paar Vorträge alleine vorbereiten über das Sprechen, über die Zunge. Weil das sehr, sehr, sehr gefährlich ist. Mit einer Zunge bist du ein Gläubiger. Mit einem Wort von deinem Mund, mit einem Wort bist du gläubig. Mit einem Wort, ein einziges Wort und du bist Käfer. Du bist ein Ungläubiger. Also mit einem Wort kann man sehr vieles machen. Ein Wort, wie der Prophet es gesagt hat, der Mensch oder der Diener Allahs, kann ein Wort, ein schlechtes Wort sagen, ein einziges Wort und Allah wird ihn 70 Jahre tief in Jahannam reinwerfen. Liebe Geschwister, ein Wort. Deswegen müssen wir wirklich aufpassen. Und natürlich ist dieser Rat an erster Stelle an mich selbst adressiert, bevor ich euch diesen Rat gebe. Wir müssen aufpassen, was wir sagen. Und dass diese Namima, das Weitererzählen von Geschichten und von Sachen, die passieren und nicht passieren, und ganz besonders, wenn es noch Lügen sind, das ist ein großer Grund, warum der Diener im Grab bestraft wird. Ein zweiter Grund ist, dass man in der Öffentlichkeit seine Notdurft verrichtet und keine Scham hat. Weil die Scham ist eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft bei dem Gläubigen. Allah also sieht diese Sache als sehr, sehr groß an. Und schaut auf die Scham des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Schaut auf die Scham der Sahaba. Es gibt manche Sahaba, die haben sich vor Allah geschämt. So sehr geschämt, dass sie ihr Leben lang ihre eigenen Genitalien nicht angeguckt haben. Sie haben sich so sehr vor Allah geschämt. Uthman radiallahu anhu, der drittbeste Mensch nach den Propheten und Gesandten und von den Khulafa al-Rashidin. Einmal kam der zum Haus des Propheten sallallahu alaihi wasallam und vor ihm kamen schon Abu Bakr und Umar. Und als sie kamen, war er trotzdem so angelehnt und man konnte ein bisschen von seinem Bein sehen. War nicht ganz verdeckt, ja, von seinem Schienbein oder so. Und er hat sich nicht bewegt, als sie hereinkamen, Abu Bakr, und danach kam Umar. Danach kam Uthman radiallahu anhu. Und er klopfte, und der Prophet hat ihm erlaubt, reinzukommen. Und als man ihm gesagt hat, dass es Uthman ist, hat er sich bedeckt, sein Bein bedeckt, und sich gerade hingesetzt. Und dann wurde er später von Aisha radiallahu anhu gefragt.
O Gesandte Allahs, bei Abu Bakr und Umar bist du liegen geblieben. Aber als Uthman kam, hast du dich hingesetzt und dein Bein bedeckt. Dann hat der Prophet gesagt, soll ich mich nicht vor einem Menschen, respektvoll hinsetzen, vor dem sich die Malaika schämen? Die Malaika schämen sich vor ihm. So eine Scham hatte er. Deswegen ist eine sehr, sehr wichtige Sache, dass man im Grab nicht bestraft wird. Dass man auch, wenn man uriniert oder seine Notdurft verrichtet, dass man es weit entfernt macht, wie der Prophet das gemacht hat, vor den Augen der Menschen. Dass man schamhaftig ist. Ein anderer Hadith oder eine andere Sache ist, dass man klaut. Diebstahl. Wenn einer klaut und die Rechte der anderen nimmt, das ist eine Tatsache, für die man bestraft werden muss. Eine Angelegenheit, für die man bestrafe, nicht spüren muss im Grab. Und das ist ja nicht bekannt im Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, von Abu Huraira überliefert bei Bukhari und Muslim, dass die Leute sagen, die Sahaba sagten über einen Sahabi, als er bei einer Schlacht gestorben ist, Hani'in lahul Jannah. Frohe Botschaft, er ist im Paradies. Ja, sie haben gedacht, oh, er ist gestorben als Märtyrer auf dem Schlachtfeld, er ist im Paradies. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam und der Hadith bei Bukhari und Muslim, authentisch. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das Tuch, er hat ein Tuch geklaut von der Beute, bevor der Prophet die Beute verteilt hat, hat er ein Tuch geklaut. Ein Tuch, liebe Geschwister. Ein Tuch, was man manchmal auf dem Kopf trägt oder was man auch als Gürtel damals benutzt hat. Ein Tuch, das Tuch, was er geklaut hat, am Tag von Khaybar, in der Schlacht von Khaybar, wird in seinem Grab Feuer werden und wird ihn verbrennen. Subhanallah, für ein Tuch, liebe Geschwister. Deswegen muss man Angst haben, dass man nicht das Hab und Gut anderer Leute mit Unrecht nimmt. Denn das wird bestraft im Grab. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Andere Sachen noch, die dann Strafe mit sich bringen im Grab, sind, wie auch in vielen Hadithen aufgelistet, sind zum Beispiel das Lügen. Das Lügen ist eine der größten und schlimmsten Sünden. Ja, ihr الذين امنوا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين sagt Allah Azza wa Jalla in Surah Tauba, 9. Sura, die Reue. O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah und seid mit den Wahrhaftigen. Seid wahrhaftig, seid ehrlich. Eine andere Sache ist Zina. Zina, Unzucht. Unzucht ist eine sehr, sehr, sehr schlimme Tat und von den größten, schlimmsten Taten, die man machen kann im Islam. Und wenn man das macht, dann kann man sich schon darauf vorbereiten, dass man im Grab bestraft wird, liebe Geschwister. Eine andere Sache ist das Zinsgeschäft, Riba. Wenn man mit Zinsen handelt, kauft und verkauft und immer im Zinsgeschäfte macht, dann kannst du dich schon darauf vorbereiten, im Grab bestraft zu werden. Wie im Hadith von Jundub ibn Samura radiallahu anhu, auch überliefert von Bukhari und Muslim. Möge Allah Azza wa Jal uns recht leiten und uns standhaft machen. Möge Allah Azza wa Jal die Umma des Islams verteidigen und uns siegreich machen. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbina rabbil azzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين